Herzlich willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Wir spielen heute weiter hier in dieser Galaxie, da wir im letzten Part die hier abgeschlossen haben, die Reifen-Ozean-Galaxie. Nur heute kommt die Spielzeugschachtel-Galaxie. Eine sehr, sehr schlimme und verhasste Galaxie aufgrund eines ganz besonderen Power-Ups, welches es, soweit ich weiß, nur in Super Mario Galaxy gibt. Stählerner Koloss Robo-Bowser. Und auch ich hasse dieses Power-Up. Über alles. Also wir werden heute failen. Kann ich euch schon fast versprechen. Ich tue es jetzt nicht, aber fast. Die Musik ist gut. Willkommen, das ist die Spielzeugschachtel und wir kümmern uns um diesen Ort. Oh, ist die Musik schön. Abfahrt und vorwärts! Na, na, na. Oh, die Musik ist großartig. Ich meine, es ist zwar nur ein Remix. Aber du kannst ihn dir immer wieder geben, diesen Remix. Oder allgemein auch den originalen Soundtrack natürlich. Es ist immer wieder krass. Ich weiß nicht. Es ist so unbeschreiblich. Es ist halt nur ein Super Mario Bros. 1 Overworld Remix. Er wird da drüben gefangen gehalten. Wer denn? Ich spring hier einfach mal. Ah ja, okay. Hier haben wir auch diese Anti-Dingens. Ihr wisst schon. Und hier darf ich nochmal laufen. Süß. Meine Freunde wurden ebenfalls gefangen. Okay. Nicht so gut. Du. Ach, das kann ich echt rausdrehen. Siehst du da eine Schraube? Dann drehe sie. Ja, das werde ich machen. Ja, ist das nervig. Ich weiß auch nicht, was das hier für Gegner. Oh, die können Feuer spucken, gut zu wissen. Ja, ja. Okay, es kann also auch sein, dass irgendwas Wichtiges mal in den Schrauben drin ist, oder? Oder halt irgendwas Cooles. Hä? Was ist denn das hier für ein Secret? Muss ich das machen, echt? Das ist schön. Das haben die auch einen schönen Sinn. Erledige den Mini-Robo-Bowser mit einer Stampfattacke. Ja, das haben wir die ganze Zeit schon richtig gemacht. Nur was mich jetzt interessiert, ist hier noch irgendwo was oder war's das? Hä, wo soll ich denn lang? Wirklich, ich habe keine Ahnung. Wäre das nun ein alternativer Weg dort hinten gewesen? Ne, da ist der Sternring schon drin. Ah ja, ich glaube, man braucht beides, kann das sein. Was mich halt jetzt noch interessiert, was ist denn hier hinten? Komme ich da so einfach hin? Ja, dass wir heute nicht wieder die ganze Galaxie schaffen, ist hoffentlich logisch. Weil, ich bin ehrlich, ich weiß fast nichts mehr aus dieser Galaxie. Hier triggert wieder was. Ein Maxi-Kraftpilz, immerhin. Ich glaube, ich habe auch in der Galaxie noch nie alle Sterne versucht zu holen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist so eine Galaxie, die habe ich über alles gehasst und habe die auch nicht wirklich weit gespielt. Ich meine, musste ich ja auch nicht, weil ich halt in den anderen Galaxien damals immer sehr gründlich war. Und daher konnte ich mir das eigentlich sparen. Ich meine, ich könnte es mir jetzt auch sparen, aber macht man natürlich nicht. Weil ihr wisst ja, wir versuchen schon immer, so gut es geht, jedes Spiel, was wir haben, zu 100% zu LP'en. Wenn es uns mal nicht gelingt, ist es auch nicht schlimm, ihr wisst es. Ich bin jetzt nicht so
dass ich sage, wenn es mir keinen Spaß macht, muss ich es trotzdem zu 100% machen. Und hier ist dieses Drecks-Power-Up. Du wurdest zu Fehler, Mario. Drücke zum Springen B. Seht euch diesen Scheiß an. Ich denke, jeder von euch hat Galaxy schon einmal gespielt. Und ich kenne echt keinen Menschen, ich glaube, ich habe es auch noch nie jemanden in einem LP oder so sagen hören, der dieses Power-Up verehrt oder mag oder sonst dergleichen. Und das ist auch gut so. Das ist Schmutz. Oh, ich will es echt nicht mehr. Ich hoffe, das kommt nur hier in dieser Mission vor, weil ich bin jetzt schon getriggert. Wir werden so safe sterben. Ich gucke jetzt auch nicht mehr hier in die Blöcke und so. Als ob... Als ob man das dann verliert. Ich hätte vielleicht erstmal diese Viecher erledigen sollen. Ja, ist klar, du Miststück. Ah ne, das kann ich gar nicht erledigen. Glaube ich zumindest. Nee, scheiße. Dann wird das ja schwierig. Aber gut, der Roboter am Anfang hat uns sowieso gesagt, dass es angeblich schwieriger werden soll. Bislang hatten wir davon auch eigentlich noch nicht wirklich viel gespürt. Lasst uns mal hierher gucken. Das wirkt mir etwas sympathischer. Hier ist eine Röhre. Nehmen wir den Sternstaub dort mit. Ich komme nicht in die Röhre. Okay, passt. Das ist nur ein Bonusraum, oder? Was ist denn hier? Ist das ein Secret-Stern oder was mache ich hier für einen Mist? Das kann doch nicht nur für ein Leben oder so sein. Als ob der Wand springen kann. Warum springt der Hessler nicht? Okay, es gibt einen Haufen Sternstaub. Gut zu wissen, vielleicht ist hier ja irgendwo noch ein Gourmet-Luma in dieser Galaxie. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Bock mehr. Ich möchte wirklich nicht mehr. Wartet. Ich hasse mein Leben. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, okay? Ich weiß, dass es eine bescheuerte Idee war. Das ist nicht möglich, Alter. Was ist denn das für ein Mist? Ich wette, hier kommt auch noch ein Boss in dieser Galaxie. Wenn die schon sagen, die halten meine Freunde gefangen und sie vermissen ihre Freunde und so ein Mist. Jetzt. Was halt jetzt scheiße ist, ist, dass ich diesen Pilz nicht mehr habe. Diesen Maxi-Kraft-Pilz. Das habe ich aber halt nicht bedacht. Hallo! Ich will mich gar nicht erst mit diesen elendigen Dreckslichtern anlegen. Woher soll ich das wissen, dass hier oben einer steht? Das muss doch funktionieren. Bitte! Danke. Alter, ich hätte jetzt echt keinen Bock gehabt, nochmal zurückzugehen. Ah ja, an das Teil hier kann ich mich sogar noch irgendwie ein bisschen erinnern. Ich muss jetzt irgendwie da oben reinkommen. Richtig? Richtig. Ich hasse dieses Teil. Ich bin froh, wenn wir 2 Sterne schaffen.
Aber es war mir klar, dass das heute passiert. Die letzten Parts waren alle schön. Okay, scheiß auf dieses Gabelteil. Man braucht es scheinbar nicht. Also die letzten zwei Parts waren wunderschön. Also es war auch so erfolgreich wie noch nie. Habe ich zumindest das Gefühl. Oder zumindest seit langem nicht mehr. Ich habe das Teil nicht mehr. Brauche ich den nicht? Ich muss einfach nur hier hoch. Und die Schrauben rausdrehen. Das safe bei beiden Beinen. Ich schätze mal, dann... Hä, aber was ist denn hier in der Röhre? Warum laggt diese Stelle? Ja, wow! Ja, gut. Ganz nett, aber... Okay, sorry für die Lags. Mich nervt selber auch. Aber es geht noch. Es geht noch. Da hatten wir schon viel Schlimmeres. Bist du. Ah ja, ich sehe es. Hier wollen wir rein. Hä? Ach so, und jetzt muss ich auf die Hand. Was ist denn das für ein Scheiß? Super! Jetzt verbrennt der Assi mich auch noch. Okay, lass mich da sofort hoch. Okay, alles super. Alter, was ist dein Problem, Mario? Halt dich doch nicht fest wie ein Idiot. Was ist hier drinne? Ist mir egal. Kann sonst was drin sein, es juckt mich nicht. Aber cool, dass man hier diesen Roboter auseinandernehmen muss. Ist mal was anderes. Wenn ich das Teil schon wieder sehe. Und ein Magie-Cooper. Könnte ich doch schon wieder Wille werden. Versuch einfach irgendwie durchzukommen, Mario. Noch nicht gereicht. Bin oben. Das war insane knapp. Das war super. Stern, bitte, ich brauche den Stern. Okay, sorry, das hat ewig gedauert, ich weiß. Kann ich irgendwie... Okay, sorry, ich lese jetzt nicht vor. Mich triggert dieser Anzug zu sehr. Dieses Federsprung-Ding. Okay, ich hoffe, der kommt jetzt nicht mehr allzu oft vor. Ja. 75 Sterne haben wir schon. Und wir machen weiter. Mal gucken, was jetzt kommt für einen Trigger. Mario trifft Mario? Okay, kann ich mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern. Ah, doch, doch, doch. Ja, genau. Man kommt dann nämlich auf diesen Pixel Mario. Muss ich jetzt echt schon wieder auf den Zug warten? Sagst du diesmal was anderes, Captain Toad? Alles läuft reibungslos, nicht zu klagen. Und du? Kapitän, die Arbeit! So, das ist cool, weil diesmal schießt man sich woanders hin. Oh, ein Herz. So, das nehme ich mit. Mehr von dem Teil will ich gar nicht wissen. Ein Gourmet-Luma. Ich sehe schon. Ich meine, jetzt weiß ich halt nicht, ob hier noch irgendwo so ein Scheißteil ist. Aber scheint jetzt erstmal nicht so. Ach, die Musik, Alter. Ja, voll in den Sparky rein. Ist okay.
Am besten gar nicht erst warten. Ich weiß halt wirklich nicht, wo hier so ein bescheuertes Ding ist. Ah ja. So, und stampfen. Nicht geklappt. Jetzt. Ja, als ob hier zwei... Ah ne, hier ist eins drin, okay. Ja, da ist der... Ihr wisst schon. Gormeluma. Aber den wollen wir ja jetzt noch nicht. Vielleicht schaffen wir den heute noch, aber ich bezweifle es. Wir können ja gerne mal gucken, wie viel er möchte. Vielleicht können wir es ja schon bezahlen. So, selbst wenn er 50 möchte, was ich mal bezweifle, können wir uns das leisten. Lalala, hey du da, hast du keine Sternteile? Ich will mal wieder Sternteile fressen. Ja, wie viele denn? 50, wirklich? Hallo? Okay, 50 zu bekommen ist gar nicht so einfach, finde ich. Aber finde ich an sich auch mal gut. Ah ja, daran erinnere ich mich. So, jetzt müssten wir halt nur noch herausfinden... Ah ja, hier. Ist es auch hier oben? Ja. Gut. Können wir ja vielleicht noch heute machen oder beim nächsten Mal mal sehen. Ach, wir sind schon auf Mario. Dann ist das ja, soweit ich mich jetzt recht erinnere, recht kurze Silbersterne. Oh mein Gott, was sind das denn für Platten? Hier ist nur ein One-Up. Egal. Das heißt nur, wir nehmen alles mit, was wir bekommen können. Nein, das darf nicht sein. Kamera drehen. Okay, die scheinen aber alle auf diesen Platten zu sein. Oh ja, ein Silbersternstern hier. Ist ganz nett. Ich glaube, ich bin tot. Oder spawnt er direkt über mir? Dann kann ich springen. Aber ich glaube, nein. Ich glaube, ich renne in die Lava. Ach nein, die Sequenz wird unterbrochen vom rennenden Mario, der vom Feuer getroffen wurde. Super. War dann doch nochmal kurz eng. Aber passt, den Gormeluma schaffen wir definitiv noch. Und mit 3 Sternen kann ich leben. Mit 3 Sternen kann ich leben. Okay, dann lasst uns noch den Secret Star holen. Ich skippe aber das. Okay, so schwierig ist es nun doch nicht, 50 Sternteile zu bekommen. Ich meine, es fallen ja auch die ganze Zeit Kometen. So, diese Schachtel immer wieder. So, einfach hier nur die Platten mal wieder aktivieren, das kennen wir. Können wir gerne wieder machen. Na. Wenn du da drüber willst, probier es doch mal mit einem Sprung. Worüber? Also ehrlich, ich frag mich das. Alter, ich merke jetzt erst, dass die solche Volldrehungen machen. Ach, so. Die sind jeweils auf verschiedenen Seiten. Das ist natürlich mies. Ein, das hier ist ekelhaft. Diese Ansicht kann ich aber so gar nicht leiden. Okay, ich bezweifle, dass ich überhaupt noch hier bleiben soll. In welche Richtung bewegt er sich? Ich weiß nicht mal, wo noch überhaupt solche Teile sind. Warum ist hier eine Röhre? Hä? Hä? Ich habe gar nicht gedrückt! Ich habe gar nicht gedrückt. Ja, ist Betrug.
Ja, jetzt lass mich bitte darüber. Kann ich auch springen. Wo bin ich denn jetzt? Auf der anderen Seite. Ja, genau. Das habe ich schon befürchtet. Hatte aber ehrlich gesagt keinen Bock zu warten. Hier sind auch noch solche Teile. Auch noch böse Dinger, die mich killen wollen. So. Hier habe ich eine Münze gesehen, genau. Hä? Wo soll ich denn noch welche übersehen haben? Ja, komm! Ich muss jetzt richtig aufpassen. Hier oben? Habe ich die schon? Ja. Hä? Wo sind die denn? Ach, hier. Münze. Sehr wichtig. Das war's, oder? Das war's, sagte ich, oder? Nein? Da sind hier auf der anderen Seite noch welche. Hä, ich hab keine Ahnung. Da unten. Ich seh's. Irgendwo hier muss noch einer sein. Da. Okay, ich hab alle. Und jetzt muss ich irgendwie dahin finden. Ich hab nichts gedrückt. Ich hätte doch eigentlich da drauf stehen müssen. Ist das eine Grütze? So. Nicht getroffen worden diesmal. Alles steht still. Wie sozial. Aber ich bin noch zweimal verreckt. Weil ich mich nicht mehr gedulden konnte, um ehrlich zu sein. Oh, da ist er. Der Secret Star dieser Welt. Oder Galaxie, wie auch immer. Im nächsten Part machen wir hier natürlich weiter. Wenn ihr diesen nicht verpassen wollt, wie immer gerne abonnieren. War zwar jetzt nicht so erfolgreich wie die letzten Parts, aber das muss halt auch mal wieder sein. Habt dann auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Bis dann.